Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Infovideo. In dieser Episode möchte ich gerne mit euch über Discord sprechen, denn ich habe, wie schon mal angekündigt, endlich einen Server eingerichtet. Der Name dieses Servers lautet Karakord, ein grandioser Name, und ihr dürft ihm gerne beitreten. Das Ganze ist total einfach und völlig kostenfrei. Hier rechts an der Seite könnt ihr sehen, dass wir schon ein paar Mitglieder mit drin haben. Das sind Mitglieder, die ich bis jetzt über die Facebook-Gruppe informiert habe, über die Brave Exvius Facebook-Gruppe Kara Exvius und die Marvel Facebook-Gruppe Kara Avengers. Und jetzt dachte ich mir, ich mach's einfach mal für alle offiziell, auch die Leute, die nicht in den Facebook-Gruppen drin sind. Kommt gerne mit rein und telefoniert mit mir, chattet mit mir, wie ihr gerne möchtet. Ich habe dazu ein paar Gruppen angelegt, nämlich gibt es eine Allgemein-Chat-Gruppe, das bedeutet, hier können wir einfach allgemein chatten. Ihr seht es hier, NextGen hat sein Abendessen gepostet. Und dann gibt es die Möglichkeit, hier ein allgemein Voice-Chat zu betreten, das bedeutet, man kann über allgemeine Dinge quatschen, wie ihr lustig seid. Falls ihr euch aber lieber über Final Fantasy unterhalten möchtet, hier ist ein Final Fantasy Chatraum. Außerdem gibt es die Möglichkeit, allgemein über Final Fantasy zu telefonieren oder über Brave Exvius zu telefonieren, um euch zum Beispiel abzusprechen, welche Helden ihr gerne drin haben möchtet. Für Marvel, falls ihr euch über Marvel unterhalten möchtet, alle möglichen Marvel-Themen, hier ist der Marvel-Chat. Oder eben auch Future Fight, wenn euer Gesprächsthema Future Fight ist. Falls euer Gesprächsthema Marvel Heroes Omega ist, ein ganz neues Let's Play, das ich aktuell am Laufen habe, dann kommt ihr hier rein. Falls ihr Mitglieder seid in der Marvel Future Fight Allianz oder in der Marvel Heroes Omega Supergruppe, dann kriegt ihr Zugang zu diesen Chaträumen bzw. zu diesen Voice-Chaträumen, denn hier möchte ich gerne, dass ihr reinkommt, wenn ihr möchtet, ja, dass wir eine Art Let's Play Together machen, also gemeinsam mit Stimme, mit Stimmaufzeichnung dann Marvel Future Fight oder Marvel Heroes Omega spielen. Seid ihr länger als 30 Minuten AFK, landet ihr in der AFK-Gruppe, das ist hier unten, da werdet ihr automatisch gemutet, also seid stumm, das heißt also, müsst ihr euch keine Sorgen machen, da hört euch niemand und ihr könnt auch niemanden hören. Und natürlich kann auch jeder mit rein, der nichts mit Final Fantasy oder Marvel am Hut hat. Zum Beispiel habe ich ja noch andere Franchises wie Star Wars oder ganz andere Let's Plays wie Grotesque Tactics. Falls ihr gerne mit mir schreiben oder mit mir reden wollt, hier allgemein oder allgemeiner Chat. Ich versuche so oft, ich kann hier online zu sein. Die meiste Zeit nehme ich irgendwelche Folgen auf und werde dann wahrscheinlich nicht online sein oder online sein und kann nicht sofort antworten. Aber wir finden definitiv mal die Zeit, uns zu unterhalten über die verschiedensten Dinge. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, auf die Discord-Seite zu gehen, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Klickt drauf, ladet Discord runter, meldet euch an. Wie gesagt, ist völlig kostenfrei, völlig easy peasy. Und die Serverdaten, also sprich den Server von mir, das ist der hier, Karakord, habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das bedeutet, ihr klickt dann hier unten auf das Plus. Und dann geht ihr einfach auf Beitreten und dann gebt ihr hier den Link ein, den ich unten in der Videobeschreibung eingetragen habe. Der sieht dann so aus, ne, hier Discord slash und dann noch eine Nummer hinten dran. Den gebt ihr einfach ein und dann könnt ihr diesem Server beitreten und einfach hier die Kategorien auswählen, wo ihr rein möchtet, mit wem ihr quatschen möchtet und so weiter und so fort, ja? Wie ihr lustig seid. So, das war's doch soweit. Ich werde nach und nach mit wachsender Community Moderatoren und Admins ernennen. Die erkennt ihr dann farblich. NextGen hier zum Beispiel ist gelb. Ja, NextGen ist mein erster Moderator hier, weil er sich auch schon mal die Mühe gemacht hat, mir hier sehr, sehr viele tolle Tipps zu geben. Und je größer die Community wird, umso mehr Moderatoren werde ich ernennen, umso mehr Admins werde ich ernennen, die werden mehr Rechte bekommen. Also ich meine, wenn ihr Fragen habt, ja, oder euch irgendwie verirrt habt hier und ihr seht, irgendein Moderator ist online, dürft ihr die gerne fragen. Ich werde Moderatoren ernennen, die sich gut auskennen mit dem Programm, dass die euch auch helfen können. Wie zum Beispiel NextGen. Vielen Dank nochmal an der Stelle, lieber NextGen. Und vielen Dank an euch alle, die ihr bis jetzt mit dabei seid. Und ich hoffe, unsere grandiose Community wird noch größer.
Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch wie immer ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und vielleicht hören wir uns ja demnächst auf Discord. Vielen Dank, Freunde, und hoffentlich bis dann. Tschüss.